Ja, liebe Nissan-Freunde, da sind wir wieder zu unserem Einbau-Tutorial für den heutigen Tag. Worum geht es heute im Speziellen? Ganz wichtiges Thema, nicht nur für die Nissan-Fahrer, im Grunde für alle Autofahrer. Momentan erlebt Deutschland einen Riesenrun im Bereich Fahrzeugdiebstähle und Ersatzteildiebstähle. Das hat angefangen bei den deutschen Premium-Marken, ganz klar, da ist natürlich auch viel zu holen. Man hat aber auch in den letzten Monaten stark gesehen, dass alle anderen Fahrzeugklassen, die einen gewissen Wert darstellen, schon halt auch immer mehr geklaut werden. Dazu zählen natürlich auch die italienischen Nobelkarossen, Ferrari, Lamborghini, etc. Und bei den japanischen Fahrzeugen rückt momentan sehr stark ins Fokus der Autodiebe, der Nissan GT-R. Warum ist das so? Wisst ihr eigentlich am besten. Das Fahrzeug ist halt wirklich teuer. Wenn du das geklaut kaufst, ist es halt günstiger. Oder Ersatzteile, genau das gleiche. Kauft man einen Frontscheinwerfer für so ein Auto. Das ist wirklich eine teure Angelegenheit. Wenn euch da ein Satz Frontscheinwerfer geklaut wird, ist eine unangenehme Angelegenheit. Wie können wir dem Ganzen vorbeugen? Zeigen wir euch heute in dem Tutorial. Wir verbauen in diesem R35 ein GPS-Ortungssystem. Mit diesem GPS-Ortungssystem werdet ihr, sobald ihr mit dem Tutorial fertig sind, mit einer App für ein Smartphone, dabei spielt es keine Rolle, ob ihr ein Android- oder ein iOS-basierendes Smartphone habt, könnt ihr das System kontrollieren und ihr könnt bei Bedarf das Fahrzeug über die App so lahmlegen, dass es nicht mehr starten kann. Cooles Feature, ne? Das heißt, wenn der Dieb das Fahrzeug tatsächlich schon bereits gestohlen haben sollte, weil er zum Beispiel auch euren Schlüssel geklaut hat, dann habt ihr im Nachhinein immer noch die Möglichkeit, dort einen Einfluss drauf zu machen. Wie das genau vonstatten geht mit der App-Bedienung, das zeigen wir euch im Anschluss. Ein paar Kleinigkeiten, wie es eingebaut wird, zeigen wir euch auch, aber habt bitte Verständnis dafür, dass wir euch nicht genau in dem Video zeigen, wie es eingebaut wird. Ihr wisst, Safety first, da müssen wir jetzt ein bisschen drauf achten in dem Video. Schauen wir es uns genau an. Ja, kommen wir mal zu den Bestandteilen des Ortungssystem-Sets. Wir haben ja eingangs schon gesagt, wir können euch im Grunde nicht genau zeigen, wo wir das montieren. Das ist natürlich jetzt auch eine Sicherheitsfrage. Wer es bestellt, wird es dann spätestens dann halt erfahren. Nur so viel sei gesagt, das ist genauso wie ihr das von uns gewohnt seid im Elektronikbereich, eine Plug-in-Geschichte. Da müsst ihr natürlich wieder nichts schnippeln, löten, schneiden, sonst was machen. Das hier wäre die Ortungsbox. Ihr seht das, ne, anhand meiner Handfläche. Es ist nicht mal Handteller groß, das Gerät. Wir können es also sehr, sehr gut verstecken. Man hat nicht allzu viel dran. Ihr habt hier einmal den Hauptstromanschluss, den GPS-Antenneanschluss und, na, komm raus, einen SIM-Karteneinschub. Das ist die blanke Hardware. Dazu braucht ihr, es heißt ja GPS-Ortungssystem, eine GPS-Antenne. Ist auch mit dabei, logisch. Und final ein Kabelsatz. Na, ihr seht es schon anhand der Länge. Das ist nicht so viel Verkabelungsaufwand. Ja? Also das kriegt man halt schon hin. Mit unseren Anleitungen sowieso. Ihr kennt das von uns. Alles deutschsprachig, alles bebildert. Wer doch nochmal eine Frage hat, kann uns halt einfach anrufen oder eine E-Mail schreiben. Wir gehen jetzt mal in die Montage. Ich denke mal, mit allem drum und dran wird es dauern. Eine Stunde vielleicht, schätze ich mal. Und im Anschluss zeigen wir euch die Funktionsweise. Ja, Ortungssystem ist installiert, mittlerweile drin. Vom Zeitaufwand waren jetzt knapp 60 Minuten, würde ich sagen. Also geht auch wirklich schnell. Wir haben es ja eingangs schon erwähnt. Wir werden euch nicht zeigen, wo es verbaut ist. Es ist ein Sicherheitsthema, ganz klar. Deswegen werden wir jetzt hier im Video nicht darauf eingehen, wo und wie es genau verbaut wird. Habt ihr sicherlich Verständnis für, könnt ihr sicherlich halt auch nachvollziehen. Wie das mit der App funktioniert, zeige ich euch jetzt. Ich habe die App mittlerweile auf meinem Telefon installiert. Sieht so aus, das ist quasi die Startseite der App. Man sieht schon, es ist ein sehr übersichtliches Thema, also man muss da wirklich keine Angst oder Berührungsängste vorhaben. Im Wesentlichen haben wir hier 5 Startbuttons. Wir haben einmal die Funktion GPS an und GPS aus. GPS aus ist interessant, wenn ihr zum Beispiel in einer Garage oder in einer Tiefgarage einen Stellplatz habt. Da würde ich das GPS-System, klingt jetzt doof, ich würde es tatsächlich ausstellen. Ist aber insofern kein Problem, weil das System aktiviert sich automatisch, sobald die Zündung im Fahrzeug aktiviert wird. Das heißt, selbst wenn das Fahrzeug gestohlen wird über Nacht aus der Tiefgarage heraus, das System ist dann direkt wieder aktiviert. Ist also kein Thema. Dann habt ihr hier die Abfrage der Position, kommen wir gleich zu, ist eine sehr witzige Geschichte und für euch halt auch sehr, sehr wichtig. Und dann habt ihr hier unten die Position Relais an und Relais aus. Das ist dann halt für die Unterbrechung der Stromkreisläufe im Fahrzeug interessant, falls das Fahrzeug tatsächlich gestohlen wurde. Dann habt ihr oben rechts habt ihr noch einen kleinen Knopf,
Da kann man eine Fahrzeugauswahl treffen. Das heißt, wenn ihr in der glücklichen Lage seid und mehrere 370Z oder GTR oder ähnliches euer eigen nennt, dann könnt ihr wirklich innerhalb einer App bis zu 10 Fahrzeuge verwalten. Ihr müsst also nicht jedes Mal eine neue App installieren. So, wenn wir jetzt einfach mal sagen, wir machen Abfrage der Position, halten wir das Knöpfchen gedrückt, dann geht automatisch das SMS-Fenster bei eurem Telefon an. Ihr tut die SMS senden. Das dauert jetzt natürlich einen Moment. Die SMS muss im System ankommen. Das System muss einmal verstehen, was wir wollen und muss dann natürlich eine SMS wieder zurücksenden. Also habt da keine Bange vor, wenn das mal 30 Sekunden dauert. Das ist auch der Grund, warum ich jetzt für Dünnschiss rede. Es dauert halt einfach, ne? Ihr kennt das von ganz normalen SMS-Geschichten. So, jetzt sieht man hier oben schon, SMS ist eingekommen. Da kann ich da einmal draufklicken. In der SMS gibt es diverse Informationen. Es gibt zum einen einen Kartenlink, da schauen wir gleich mal rein. Momentan sehen wir, das Fahrzeug fährt 0 km/h. Am 22.07.16 wurde das Ganze rausgeschickt. Und die passende Ortszeit momentan 9.21 Uhr. Und wir sind früh aufsteher, ihr seht's. Und wenn ihr jetzt auf den Link draufklickt, könnt ihr auch sagen, ihr öffnet das im Falle vom iPhone zum Beispiel direkt in Apple Karten. Und dann seht ihr, wo das Fahrzeug steht. Das heißt, dort haben wir den Stecknadelkopf. Das iPhone ordnet jetzt unsere Position entsprechend nochmal mit hinzu. Aber wenn man hier mal in die Karte reinzoomt, dann sieht man sehr schön Industriestraße. Der Güttlertino wird uns hier angezeigt. Das passt schon. Also wenn man sich jetzt überlegt, wir stehen noch im Gebäude. Trotzdem haben wir GPS-Empfang so genau, dass wir momentan eine etwa, ich würde mal sagen, 20 Meter Genauigkeit halt haben. Sobald das Fahrzeug draußen in der freien Wildbahn steht, hat man eine Genauigkeit von etwa 2 bis 3 Metern. Das ist also immer gut genug, dass ihr das Fahrzeug halt wirklich finden könnt. So, was macht ihr, wenn das Fahrzeug tatsächlich jetzt gestohlen wurde? Dann könnt ihr sagen, innerhalb der App, ihr löst das interne Relais aus. Schickt also quasi wieder einen SMS-Befehl weg. Auch das dauert jetzt wieder 30 Sekunden. Genug Zeit für mich, das zu erklären. Letzten Endes unterbrechen wir jetzt einen Stromkreislauf im Fahrzeug. Welchen Kreislauf wir unterbrechen, werden wir natürlich an dieser Stelle ebenfalls nicht erwähnen. Nur so viel sei gesagt, das Fahrzeug würde bei einem erneuten, jetzt sieht man da oben den Befehl, Switch OK, das heißt, das System weiß Bescheid. Das System würde jetzt nicht mehr starten können. Wir werden das auch gleich im Video nochmal wirklich demonstrieren, dass es tatsächlich nicht mehr funktioniert. Das Fahrzeug kann immer noch gefahren werden, sofern es halt unterwegs ist, aber sobald das Fahrzeug abgestellt wird, der potenzielle Dieb versucht erneut zu starten, wird es nicht funktionieren. Wir haben uns dazu entschlossen, diese Lösung zu forcieren und nicht die Variante, dass wir zum Beispiel Benzinpumpen unterbrechen, damit das Fahrzeug tatsächlich auch im Betrieb halt ausgeht. Aus dem einfachen Hintergrund, dass ihr als Besitzer des Fahrzeuges eine gewisse Obhutspflicht habt. Das klingt jetzt doof, aber es ist tatsächlich so. Auch der Dieb unterliegt den Genfer Konventionen, auch der hat Menschenrechte. Und wenn der aufgrund eines SMS-Befehls von euch in Panik gerät, an eine Autobahnbrücke fährt, die Autobahnbrücke abbrennt und es kommen 10 Leute um, dann seid leider ihr in der Haftung. Deswegen werden wir das nicht machen. Diese Variante ist wirklich absolut safe, also die Unterbrechung funktioniert tatsächlich immer nur, wenn das Fahrzeug halt steht. Somit seid ihr da halt auch rechtlich immer auf der sicheren Seite. Das heißt, ihr könnt dieses System wirklich ruhigen Gewissens verwenden, selbst wenn das System euch sagt, Fahrzeug ist in Bewegung, fährt in Richtung X. Irgendwann muss das abstellen. Wir reden hier über eine europaweit funktionierende, theoretisch sogar weltweit funktionierende Ortung. Das heißt, selbst nach einem Grenzübertritt Richtung Polen oder sonst wohin, könnt ihr das Fahrzeug nach wie vor orten. Das ist kein Problem. So, wir tun jetzt an dieser Stelle das Video mal ganz bewusst nicht schneiden, ja, damit nicht irgendwelche Leute halt sagen, ja komm, habt ihr geschnitten, das ist ja alles halt fake, wie ihr das halt macht, machen wir nicht. Der Tino, der wird jetzt einfach mal sich ins Auto setzen, momentan ist das Fahrzeug aktiviert, das heißt, wenn er jetzt halt das Fahrzeug anschmeißt, sollte der Wagen ohne Probleme starten. Du kannst die Tür ruhig offen lassen, dass ich noch mit dir reden kann. Schlüssel sollte da sein. Okay, ihr hört, der Wagen läuft. Cool. Okay, jetzt senden wir den Befehl, das Relais soll eingeschaltet werden. Ja. Jetzt kommen wieder unsere 30 Sekunden, von denen ich vorhin gesprochen habe. Mit ein bisschen Glück sind es auch mal nur 15 Sekunden oder 10. Ja. Es geht auf jeden Fall schnell genug, dass das Auto gesichert wird. Braucht euch keine Sorgen machen. Ja, ansonsten
Das ist wirklich nett hier. Sauber. So, okay. Ich habe jetzt auf dem Telefon gekriegt, Switch okay. Das heißt, das Relais ist aktiviert. Tino, du müsstest jetzt mal versuchen zu starten. Tino sagt, tut sich nichts, Fahrzeug springt nicht an. Ich denke mal, Tino weiß, wie so ein Auto angeht. Der sitzt häufiger mal im GTR. Er hat ja auch gerade bewiesen, dass er es kann. Von daher, ihr seht, das funktioniert gut. Wenn ich jetzt halt sage, ich möchte das, halt, das Relais wieder ausschalten, schicke ich halt auch einfach nur wieder die SMS weg. Und dann haben wir jetzt wieder 30 Sekunden Zeit, uns über die Räumlichkeiten von CTD zu unterhalten. Ja. Herr Tino hat übrigens eine neue Mitarbeiterin, die steht da hinten. Ja. Genau, die darf auch mal ins Bild kommen. Ja. Du hast jetzt noch 10 Sekunden Zeit, dich vorzustellen. Ich bin die Nadine, hi. Okay, wir haben mittlerweile die Nachricht gekriegt, Switch ist wieder okay. Das heißt, du dürftest wieder starten. Und ihr seht, Auto springt wieder an. Ja, so einfach ist das. Also ihr könnt quasi über einen Knopfdruck auf eurem Telefon, das ist eigentlich auch egal, ob ihr ein Android oder ein iPhone habt, ihr könnt es eigentlich mit dem Betriebssystem machen. Wenn ihr kein Smartphone habt, wenn ihr euch tatsächlich noch zu dieser Generation zählt, ist es auch kein Problem. Ihr braucht lediglich ein Telefon, mit dem ihr SMS schreiben könnt. Mit der App ist es natürlich ein bisschen eleganter und auch einfacher zu handeln. Mit reinen SMS-Befehlen geht es halt allerdings auch. Unser Tutorial Ending Open, das macht ihr mal den Björn. Also nehme ich mich jetzt erstmal zurück. Ja, wir haben jetzt das GPS-Ortungssystem eingebaut. Wir haben euch gezeigt, wie die App funktioniert. Wir haben euch aber noch nicht gesagt, was es kostet. Ihr habt gesehen, wie sauber das zu installieren geht, was für Benefits ihr habt, die Sicherheit, die euch gewährleistet wird dadurch, etc. pp. Und wir haben uns wieder natürlich einen Knallerpreis überlegt. Und der wird bei 399 € liegen. Ich denke mal, das ist sehr akzeptabel für ein Fahrzeug, was 100.000 € kostet. Oh, falsch, 99.900 € aktuell, der 2017er, also noch unter 100.000 €. Und wir haben euch versprochen im vorherigen Tutorial, dass wir euch ein, wie hast du es genannt? Triple Feature Bundle Preis habe ich es, glaube ich, genannt. Ja, genau. Genau, haben wir uns überlegt, was können wir da machen? Wer uns aufmerksam verfolgt, ich hoffe alle. Wir haben jetzt Tutorial 3, das heißt Tutorial 1 war Rückfahrkamera. Dann hatten wir die Frontkamera. Genau, Tutorial 2 war Frontfahrkamera. Tutorial 3 dann halt heute war dann das Ortungssystem. Wer uns aufmerksam verfolgt hat, Tutorial 1, Rückfahrkamera 2,99. Ja. Frontfahrkamera 3,99. Ortungssystem ebenfalls 3,99. Ja, das sind nach Adam Riese sind das 1.100 € über den Daumen geschossen. Jetzt kommen wir zu der von Tino viel gepriesenen 1.000 € Marke für Ersatzteile GTR. Die greifen wir heute mal auf. Wir sagen, wenn ihr das alles im Bundle kauft, also sprich Frontfahrkamera, Rückfahrkamera, Ordnungssystem, dann schreiben wir an dieses Kit 999 € ran. So, jetzt überlegt euch mal, was ihr dafür kriegt. Kamera vorn, Kamera hinten, Ortungssystem. Das heißt, ihr habt eine unglaubliche Potenzierung im Bereich Sicherheit. Also sowohl, wenn ihr fahrt, als auch, wenn ihr gar nicht im Auto seid. Ja? Ihr habt halt einfach das Killer-Feature im Fahrzeug drin, dass ihr immer wisst, wo euer Fahrzeug steht. Ihr könnt über euer Smartphone könnt ihr das Fahrzeug so abschalten, dass es nicht mehr zu starten geht. Selbst wenn der Dieb im Besitz des Originalschlüssels ist, würde das nicht mehr funktionieren. Ja, das heißt, ihr habt euer 99.900 € teures Auto im Grunde genommen mit 999 €, das entspricht 1% des Fahrzeugwertes, ja, habt ihr so sicher gemacht, wie Nissan das ab Werk nicht mal ansatzweise kann. Ja. Also, ich denke, das ist schon eine sehr, sehr feine Sache. Wer das mal live sehen möchte, der kann gerne uns mal besuchen zum Reißbrenn. Ja. Das startet am, lass mich überlegen, 12. August. Genau, am 12. August. Da haben wir zusammen mit der Firma Clarion, Grüße erstmal nach Mühlfelden an dieser Stelle, einen Gemeinschaftsstand, sprich K und Audio, Clarion CDD Germany. Wir stellen dort alle gemeinsam aus. Natürlich haben wir halt als eines der gemeinsamen Themen das Thema Kamera, Multimedia-Anbindungen für alle möglichen Toyota- und Nissan-Modelle.
Der Tino wird dann nochmal ganz intensiv halt auf das Thema Motortuning, Aerodynamik, Fahrwerk, Felgen und so weiter eingehen. Ist ja auch sein Steckenpferd. Und jeder andere, der irgendwelche Fragen im Multimedia-Segment hat, kann sich da jederzeit gerne an mich wenden. Aber gerade diese Baustellen, wer da wirklich ein bisschen Input sucht, habt ihr eigentlich dann wirklich 2 Tage Zeit, quasi News und Infos aus erster Hand dazu bekommen. Auch bei YouTube, was wir halt machen, wir hoffen, es gefällt euch. Aber wir wissen natürlich, das ist eine sehr einseitige Angelegenheit. Wir erzählen euch viel. Ihr könnt uns im Gegenzug halt nur sehr bedingt halt Fragen stellen. Auf dem Reißbrennen haben wir dort die Möglichkeit, das ein bisschen anders halt zu gestalten. Und wer das Ganze in einem etwas lockeren Rahmen auf dem Reißbrennen machen möchte, am 13.8., das ist der Samstag, ab 19 Uhr bei uns auf dem Gemeinschaftsstand, gibt es das große Reisgrillen-Event. Für Würstchen und Fleisch haben wir gesorgt, für Getränke auch. Ja. Da müsst ihr euch also um nichts kümmern, könnt ihr vorbeikommen, seid ihr gerne eingeladen. Und dann können wir gerne solche Sachen nochmal ein bisschen spezieller durchsprechen. Vielleicht, das wissen wir auch noch nicht so genau, machen wir sogar für die ganzen Nummern, die wir hier geplant haben, ein Reisbrennen-Spezialangebot. Ja, bist du verrückt. Abseits davon natürlich, wer nicht zum Reisbrennen kann, ist natürlich nicht gerade um die Ecke für jeden. Der kann sich auch gerne in Hannover bei Count Audio melden oder bei uns hier in Rheinberg. Der kann sich diese Kits, die Kameras live vor Ort anschauen, sich nochmal explizit und persönlich beraten lassen. Das geht natürlich. Eventuell haben wir sogar in dem Zusammenhang ein Fahrzeug da, wo ihr es mal austesten könnt. Also das ist auch kein Problem, weil wie gesagt, Reißbrennen ist halt nicht für jedermann um die Ecke. Ja. Richtig. An dieser Stelle müssen wir sagen, mit Tutorial 3 ist erstmal unsere Nissan GT-R Trilogie, nennen wir es mal, beendet. Ja. Wir würden uns natürlich freuen, wenn wir nochmal ein Tutorial 4 mit dem GT-R machen können. Auch da wieder, gebt uns mal ein bisschen Input. Was fehlt euch? Habt ihr einen speziellen Wunsch, was für euch vielleicht ein Thema wäre? Es wird natürlich nicht das Ende der Tutorial-Reihe sein, ganz klipp und klar. Ne, da wird halt noch viel mehr hinterherkommen. Das Thema 370Z haben wir ja schon mal kurz angerissen. Das ist auch mittlerweile ein bisschen brennenderes Thema geworden. Da werdet ihr relativ schnell mit News versorgt werden. Ja. Klar wird es dann natürlich auch um Rückfahrkamera-Geschichten gehen. Aber da werden jetzt noch andere Sachen kommen. Wir haben diverse Projekte halt noch im Vorlauf. Im Juke-Bereich, wenn mich nicht alles täuscht, hatten wir da was geplant. Es gibt viele, die die Rückfahrkamera da auch noch nicht haben. Die normalen Juke-Modelle, die Nismos zum Großteil haben sie es ja, aber da denke ich mal, sind auch viele Interessenten. Also wenn ihr noch andere Fahrzeuge habt, wo ihr sagt, boah, da brauche ich unbedingt eine Rückfahrkamera, weil das ist so unübersichtlich oder so, schreibt es in die Kommentare einfach rein, was ihr für ein Fahrzeug habt. Wir gucken mal, ob das machbar ist. Jetzt kommt aber nicht um die Ecke mit einem Golf 2 oder sonst irgendwas, da lohnt sich das vielleicht nicht mehr ganz so. Da tut auch der Bums an der Stoßstange nicht ganz so weh, würde ich sagen. Quelle ist eine Lanze brechen für alle Golf 2-Fahrer. Cooles Auto. Ja. Lasst euch das nicht einreden. Ne? Aber generell, also Tino hat schon recht. Ne? Also ganz klipp und klar, wir gehen natürlich in die JDM-Ecke halt da rein. Sprechen natürlich viel über Nissan. Vielleicht müssen wir auch mal anfangen, ein bisschen mehr noch über Toyota zu sprechen. Ja. GT86 sind wir ja dran, das wisst ihr ja alle. Dass wir da halt bereits was anbieten. Frontfahrkamera-Kit für so ein Auto, grundsätzlich möglich. Ja. Das gilt übrigens auch für die Nismo Jukes. Ja, also ihr habt halt alle eine Werkskamera hin, das ist gut, gar keine Frage. Aber ihr habt halt vorne keine. Das gibt es halt leider erst in dem 17er Modell jetzt mit dem 360-Grad-View oder ja, war es die 16er schon? Ja, 16er Technikpaket oder wie sich das nennt. Ja. Da ist das, na, also da denke ich mal, wäre das vielleicht auch mal eine Upgrade-Möglichkeit. Und dass ihr da halt in dem Bereich vielleicht was macht. Ne? Oder alle anderen Fahrzeuge. Ne? Meldet euch einfach. Ne? Einfach eine Info at cdd-germany.com schreiben oder an info at k-u-audio.de. Teilt uns eure Wünsche mit. Wir sind die Letzten, die Nein sagen werden. Auch beim Golf 2. Also wenigstens wir. Ja. Ihr seid alle herzlich willkommen. Golf 1. Natürlich. Ja, auf jeden Fall. Nein. Wir schicken keinen nach Hause. So weit kommt es nicht. Na, also, wie gesagt, schreibt einfach euren Kommentar unter das Video. Liked es, teilt es, abonniert uns auf YouTube. Wir geben Gas in der Richtung. Wir wollen euch helfen und unterstützen. Also, viel Spaß weiterhin mit unseren Videos. Genau. Stay tuned.
bis zum nächsten Video.